packen, sondern mit dem Florett fechten. Das ist eine Kunst. So, wir kommen zum nächsten Beitrag und da freue ich mich, dass sie da ist. Sie ist eine unserer beiden Bezirksrätinnen hier in Oberbayern. Das ist Martina Venter und jetzt wird es musikalisch. Viel Spaß dabei. Das ist immer ganz gut, wenn nicht alle so groß sind, weil dann brauche ich das Mikro nicht zu gach verstellen. Also zuallererst mal sage ich ein paar Satzl und dann singen wir nur miteinander. Ich hoffe, ihr tut es dann alle mit und habt schon nur drungen. Aber als allererst grüße ich euch einmal, meine lieben Piratinnen und Piraten, Freunde und Freundinnen und natürlich auch alle Preisinnen und Preisen. Also wir müssen da natürlich auch ein bisschen aufs Gendern schauen, gell? Ja, bei der Linken macht dann das immer ganz nervös. Ich freue mich wirklich sakrisch, dass doch so viele gekommen sind daher zum Piratigen Aschermittwoch zu Minger. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, also Freund, Feind, Parteifreund, wirklich alle da, das passt. Was ihr von mir heute hören kriegt, das ist mit Sicherheit sehr polemisch und auch unfair, aber halt auch die Wahrheit. Aber, und das finde ich ganz wichtig, genau für das stehen ja wir Piraten, dass wir das sagen, was diese anderen sich nicht trauen oder was sie sich nur denken, wenn überhaupt das. Ja, und jetzt, ich habe mich vorhin schon so ein bisschen umgeschaut, ich habe auch schon mit ein paar Leuten geredet wegen dem Dialekt und auch wenn ich so jetzt in die Runden reinschaue, also es ist schon wieder, ehrlich gesagt, ein brutal Adrats geschaut, ich habe schon darauf gewartet, dass irgendjemand ganz laut Untertitel blärt. Normalerweise kam da der Moment, wo ich mich um eine deutliche Aussprache bemühe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt der politische Aschermittwoch, der geht zurück bis ins 15. Jahrhundert, ist also eine tief bayerische Tradition, uralt. Und da werde ich gerade ausnahmsweise heute einmal so reden, wie mir die Schnodder gewachsen ist. Aber eigentlich heißt ja meine Rede gegen einen Misthaufen kann man nicht anstingen. Ist ja ein schönes bayerisches Sprichwort und auf genau diesen Misthaufen würde ich gerne jetzt nochmal kurz zu sprechen kommen. Und zwar ist das unsere hochgeschätzte Große Koalition. Ich muss schon sagen, das war ein sauber verschissener Start in die neue Legislaturperiode. Sowas habe ich echt selten erlebt und so alt bin ich noch nicht. Zu uns wird allweil gesagt, wir waren mal die Chaoten, wir waren mal der Sauhaufer, aber schaut euch doch mal den verhunackelten Misthaufen an. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Auch jeder tut, was er möchte, es wird gelogen, es wird rascht, es wird weitergesagt, es wird was verschwiegen. Und wenn dann einmal einer was sagt, dann ist das so gehaltvoll wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Also ich meine, muss man mal sagen, die Energiewende, mal vielleicht doch nicht ganz so gemeint, da gehen veränderte Meinungen, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Deutschland wird von den verschiedensten Geheimdiensten abgehört, das was außer uns gar keiner so schlimm fand, bis eben dann die Merkel abgehört worden ist, oh Wunder. CSU-Landräte feiern die sauteurigsten Partys, also nicht nur der Herr Greidel in Miesbach, sondern auch unser Traunsteiner Herr Steinmassel hat für 12.000 Euro Geburtstag gefeiert, das darf ich mir ganz gerne mal gönnen, aber mir zahlt das leider keine Sparkasse. und der Innenminister Friedrich, das haben wir ja heute auch schon mal ganz kurz angesprochen, der erzählt einfach mal ein bisschen über laufendes Ermittlungsverfahren, ist eigentlich schon interessant. Was man sich da ganz ehrlich einmal fragt, ist, ob die meinen, dass wir total deppert waren. Ob die meinen, dass wir auf der Brennsuppe nachher geschwommen waren. Ja, und ich habe es schon gehört, man muss leider sagen, scheinbar ja. Ja. Man möchte ja durchaus den Eindruck kriegen, der geneigte Wähler war ein bisschen deppert. Egal welchen Schmarrn, dass die CDU, CSU sich einfallen lässt, sie werden gewählt. Ich denke da mal zurück an die Verwandtschaftsaffäre oder auch an den Unwillen von Schwarz-Gelb, dass die NSA-Affäre mehr aufgeklärt wird. Und in einer riesigen Liste von Schmu sind das ja nur die zwei kleinsten Beispiele. Aber man muss jetzt mal sagen, die SPD ist nicht besser. Ganz egal, wie viele Eingeständnisse die für ein bisschen Regierungsverantwortung machen, eher eine Basis stimmt für die Große Koalition. Die haben sie wahnsinnig billig einkaufen lassen. Ich muss ehrlich sagen, das sind so Momente, da wünsche ich mir manchmal die FDP zurück. Da hast du wenigstens was zum Lachen gehabt. Aber
Und das ist das Wichtigste, weil auf Wählerinnen und Wähler, auf die schimpft man ja nicht. Also ich schon, ich traue mir das, aber normalerweise tut man es nicht. Deswegen schimpfe ich jetzt des Weiteren auf den wahnsinnigen Misthaufen, den ich vorher schon mal angesprochen habe, gegen den wir anstinken wollen. Wir sind nämlich die Nerds. Wir sind die Sozialliberalen, wir sind die Chaoten, die Jungen, wir sind die neue Hoffnung, wir sind nämlich ganz wichtig, die mit den Fragen. Und auch die stimmen für meine Generation und für die Digital Natives, für alle anderen, die was die Schnauzen voll haben von dem Geklüngel in die Parlamente und vom ewigen Ausblenden der Realität durch unsere Abgeordneten. Da fällt mir nur ein, das Internet ist für uns alle Neuland. Hä? Also, wir als kleine Partei, wir haben den Großen da oben nämlich sauber Angst gemacht. Wir sind die, die unsere Kernthemen gesellschaftsfähig gemacht haben. Durch alle Schichten ist Transparenz und Bürgerbeteiligung inzwischen ein Thema. Stellt euch mal vor, also wirklich, das stellt euch bitte mal bildlich vor, bei uns in Traunstor hat die Junge Union das Livestreaming von Stadtratssitzungen beantragt. Ist abgelehnt worden von der CSU, was ich recht interessant fand, aber... Also, aber nicht, weil die Idee schlecht ist, sondern aus Kostengründen. Aber das muss man sich mal wirklich reinziehen, das in Oberbayern, bei uns auf dem Land daheim in Traunstor. Also das ist schon ganz, ganz weit unten im schwarzen Gefilde. Gell? Das heißt aber im Großen und Ganzen, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel erreicht. Und ich sage es euch, wir machen weiter, egal was für Querelen sind, wir machen weiter und mit Ratzmas bis bald werden die Wahnsinnigen. Aber wir wollen uns heute nicht nur ärgern, ihr seht, ich habe die Gitarre dabei. Wir wollen ja einfach auch ein bisschen gemütlich beieinander hocken und ich habe für euch deshalb ein kleines Schmankerl dabei. Die wichtigsten Sauhunde aus dieser großen Koalition, die habe ich euch einmal rausgesucht und ich kleine Ferserl, was über sie geschrieben. Die Ferserl heißen sich Stanzl, ich hoffe, der eine oder andere kann vielleicht was damit anfangen. Die darf ich euch gerne auf digital spielen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, da bin ich auf eure Unterstützung angewiesen, wir sind ja schließlich eine Mitmachpartei. Und... deswegen seid ihr aufgefordert, dass ihr die Zwischenteile mitsingt. Der Text ist ganz einfach, ich sage euch den nochmal kurz vor. Holla die Rirtei, holla die ho, 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 holla die Rirtei, holla die ho. Also kann man sich normalerweise schon ganz gut merken. wenn es soweit ist, dann nicke ich einfach ganz unauffällig, das schaut dann so aus. Und dann wisst ihr auch, dass es soweit ist und dass wir mit dem Minister im Endeffekt abgeschlossen haben. Also zumindest in dem Lidl. Okay, gut. Wenn sich jemand genötigt fühlt zum Springen, kann das gerne machen, sind nur zwei Akkorde, also das kriegen glaube ich die meisten auch noch hin. So. Muss ich doch noch ein bisschen umbauen, gell? Also ich gehe mir davon aus, dass man digital nicht so gut hört, aber es geht ja mehr um den Text. Und wenn mir jemand nicht versteht, ist mir das auch wurscht. Genau. Und ich bitte etwaige Fehler zu entschuldigen, ich habe schon mal 40 Bier, also... Ich grüße euch Piraten, liebe Presse, alle Leute, über den neuen Minister verzeih euch was heut. So, jetzt haben wir gleich mal Probelauf. Ola di di di, ola di o, ola di di. Dei Ola, die Ho. Der Ratschkattel Gabriel kümmert sich um die Energie. Die Energiewende geht nicht weiter, er ist Lobbyist der Industrie. Nach der Wahl, da hat er ein Basisentscheid initiiert. Die Idee hat er gewiss von uns Piraten wegkopiert. Ola, die Dirk, dei Ola, die Ho. Ola, die Dirk, dei Ola, die Ho. Im Auswärtigen Amt, da huckt der Steinmeier und was der verzeiht, ist die ewig alte Leier. Bei der Agenda 2010 war er vorn mit dabei. Da fragt man sich schon, was brockt uns der noch ein? Holla di di, dei holla di o, ho ho, holla di di, dei holla di o. Jetzt kommt einer von meinen Lieblingsteilen, gell? Nur gut aufpassen. Meine ganz tunte Freundin ist die Ursula von der Leyen. Die Idee mit die Stoppschüttel mag ihr nicht verzeihen. Und
jetzt macht's Verteidigung gegen das Böse dieser Welt. Da wissen wir ja schon gleich, wer die nächste Kanzlerin uns stellt. Sie macht jetzt ein Ohren auf harte Ursel, setzt sich ein gegen das Bundeswehrgewuchstell. Es gibt bald Kitas in unserem Heer, mit ihren ist bei ihr heute auch nicht weit her. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Das Ressort für Arbeit und Soziales, ja, das hat die Andrea Nahles. Auf dem Foto wirkt sie allweil so nett, aber mit der Rentenreform haben wir jetzt ein gescheites Gefrett. Mit 63 kann man bald in den Renten gehen, doch die Arbeit hat schon früher ein jähes Ende. Drum gingen viele schon mit 61, da macht das ALG den Rest. Und die Mütterrente, das ist mir gewiss, mit der haben wir auch noch ein sauberes Geschiss. Denn was unsere Eltern bald mehrer kriegen, das können wir Jungen uns in den Arsch einschirren. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Ja, und die Schwesig war neulich beim Jauch, Familienministerin, ja, das kann sie auch. Sie blärt ganz laut, seid ihr alle blind, denkt doch einmal einer an das arme Kind. Doch ein Pädophiler, der ist doch krank, der braucht ein Hilf und kein Hinkersbank. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Der Schwesig, ihr Kern, haut der Heiko Maas nein. Nacktfotos von Kindern sollen ganz verboten sein. Er verändert auch den Paragraph für Totschlag und Mord. Das wird höchste Zeit, hoffentlich heute der Wort. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Jetzt wird's nicht mit beim Mitsingen, weil das dauert nur ein bisschen, gell? Der Innenminister Lothar de Maizière, der hält für mich gut als Schleimer her. An Olympia in Sochi gibt's wenig zu kritisieren, da lass ich mich lieber mit den Sportlern fotografieren. WM weiß eh alles, die NSA, aber wen interessiert denn sein hohles Blabla? Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Jetzt kommt da eine kleine Zunge im Brechen. Der Peter Altmaier ist Kanzleramtschef, der Nachfolger von Profaller, ja WTF. Er vermittelt jetzt im Streit um die Stromtrassen, aber ist eh schon alles ausgedreht, da kann es gleich lassen. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Habt ihr es gleich geschafft? Im Gesundheitsministerium gibt's auch ein großes Geschrei. Der Grün möchte die Pille für danach, auf keinen Fall rezeptfrei. Da kennen nur die Mädels schon gescheit. Der Bomber, es gibt wegen der Versicherung eh bald keine Hebamme. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Jetzt kommt ein ganz kurzer. Mein Friedrich wollte auch noch was sagen, aber der ist ja zurückgedreht, drum kann ich mir das sparen. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o. Zu guter Letzt kommt noch die Bundesmutter, die liefert der Presse ja gar kein Futter. Egal wer was tut, was sagt, was gesteht, die Kanzlerin schweigt, sie äußert sich nicht. Aber ich glaub, die nur als Chefin so sei, da möcht ich auch nix mit tun haben, mit der Mordsauerei. Sie lässt ihre Minister werkeln in Ruhe und fliegt lieber nach Israel, da geht's nicht so zu. Holla di di, dai holla di o, holla di di, dai holla di o. Und jetzt ein letztes Mal nochmal ganz laut. Holla di di, dai holla di o, ho ho, holla di di, dai holla di o.
Also, ja, jetzt war ich fertig. Ich hätte jetzt gerne noch Prost gesagt, aber ich habe mein Bier am Tisch vergessen. Ja, genau, der Hausklave bringt's. Prost!